Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Gerald Lemke und ich bin dein digitaler Professor für alle Digitalisierungsfragen in Unternehmen, in der Gesellschaft und in der Bildung. Ja, und ich habe in den sozialen Medien, in meinen Kanälen in den letzten 2 Wochen es hinreichend gepostet. Ich habe ein Buch gelesen. Ja, man mag es kaum glauben. Es ist dieses Buch hier von Frank Thelen. Und, ich sehe gerade noch, dass da mein Lesezeichen drin ist. Ja, die Hardrock-Fans werden wissen, was es bedeutet. Frank Thelen hat ein Buch geschrieben, 10x DNA und mit dem Untertitel Das Mindset der Zukunft. Ja, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um über genau dieses Buch in den nächsten Minuten zu sprechen und dir zu sagen, warum du es dir nicht kaufen solltest. Frank Thelen ist ein bekannter Unternehmer, bekannt vor allem durch die TV-Show Die Höhle des Löwen und war 8 Jahre im Fernsehen und hat hier als Unternehmer andere Business-Ideen bewertet und daher kommt natürlich auch seine Popularität und deswegen ist es auch kein Wunder, dass so ein Buch, das er im Übrigen im Eigenverlag publiziert hat, was ich sehr spannend finde, auch auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Es ist noch nicht ganz dort angekommen, aber es ist kurz davor. Und warum man dieses Buch nicht kaufen sollte, möchte ich etwas differenziert erörtern. Also Frank Thelen geht in seinem Buch vor allem auf 10 Megatrends der Digitalisierung ein. Nur als Beispiel, da ist der Megatrend der künstlichen Intelligenz, da ist der Megatrend auch des Cloud Computings, da ist der Megatrend der Robotik. Und ja, richtig ist, dass er natürlich als Digitalunternehmer und Investmentmensch in digitale Technologien und Startups sich natürlich eben genau mit solchen Megatrends beschäftigt, weil er glaubt und zutiefst überzeugt davon ist, das kann man im Buch durchaus entnehmen, dass die Welt durch digitale Technologien in den nächsten 10 Jahren, sagt er in seinem Buch, in den nächsten 10 Jahren komplett beherrscht werden wird. Also glaubt man diesem Buch, dann werden wir in den nächsten 10 Jahren eine riesige digitale Revolution in Deutschland erleben. Und nicht, dass ich gegen Revolutionen grundsätzlich etwas hätte. Sie haben ja auch etwas Mythisches und etwas Phänomenales, durchaus. Aber Revolutionen haben, so jedenfalls in der geisteswissenschaftlichen Historie der Vergangenheit, in der Regel kaum etwas Gutes hinterlassen. Sie haben natürlich Menschen in Massen bewegt, doch ihre Ideen sind in der Regel dann nicht in die Gesellschaft oder beziehungsweise in der Wirtschaft tatsächlich hängen geblieben. Also eine digitale Revolution, so wie Frank Thelen es in seinem Buch beschreibt, ist nicht zu erwarten, meiner Überzeugung nach, jedenfalls schon gar nicht in den nächsten 10 Jahren. Aber da hat er schon ein wenig recht, das muss man ihm beipflichten, dass natürlich sehr viele digitale Technologien mittlerweile einen Reifegrad erreicht haben, der durchaus in bestimmten Branchen und für bestimmte Produkte und hier und da auch für das ein oder andere Geschäftsmodell neue Innovationen bringen kann. Es geht ihm aber in diesem Buch gar nicht so sehr, diese Technologien darzustellen, obwohl das nahezu 95% des Inhaltes widerspiegelt, sondern ich glaube, es geht ihm eher darum, über den Mindset zu sprechen. Und da kann man diesem Buch reineweg kaum etwas entnehmen. Ich habe dazu schon ein paar Videos gemacht zum Mindset, die ich in den Shownotes unter diesem Video auch verlinken werde. Warum gibt es in diesem Buch nichts? Ich verstehe das nicht. Das ist ein typischer, also Frank Thelen ist ein typischer Digital-Apologet, zutiefst überzeugt, dass technische oder Technologien unser Leben, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft komplett beherrschen werden. Und er hat natürlich ein egoistisches Interesse durch seine Investments, dass er natürlich auch nun auf der anderen Seite nicht des Angebots, sondern der Nachfrage diesen neuen Mindset
einfordert. Ja, ist ja auch klar, wenn ich digitale Technologien und Produkte auf den Markt bringen will und die Nachfrage ist gering, dann werde ich die nicht verkaufen und dann werde ich natürlich dann auf meinen Firmen sitzen bleiben, ohne dass ich dann hier Profit erringen kann. Und warum hapert es an der Nachfrage? Dieser Frage geht Frank Thelen in keinster Weise nach. Er spricht also nicht über Ängste von uns Menschen, beispielsweise vor neuen digitalen Technologien. Er spricht auch nicht darüber, dass wir gerade durch die neuen Technologien der letzten 15 Jahre, durch das Smartphone, in eine konsumoberflächliche Medienkonsumgesellschaft gelandet sind. Er geht einfach davon aus, Technik gleich gut. Gut ist das, was mir Profit bringt. Und darum solltet ihr dieses Buch nicht kaufen. Denn ihr macht ihn reich. Ihr müsst euch überlegen, er ist dann auch deswegen nicht an einen fremden Verlag gegangen, sondern hat es in einem Eigenverlag gemacht, weil dann bei einem Kaufpreis von 20 Euro mindestens 16, 17 Euro bei ihm hängen bleiben werden. Und wenn so ein Ding sich dann über 50.000 Mal in der Spiegel-Bestsellerliste verkauft, dann macht ihr ihn reich, aber euren Geist ärmer. Denn deswegen ärmer, weil in diesem Buch eigentlich kaum etwas Substanzielles und schon gar nichts mit Tiefgang beschrieben wird, weil vor allem auch nicht über das, was Technologie mit uns Menschen machen, tatsächlich kritisch auseinandergesetzt wird, was ich für absolut notwendig halte, was in so einer Darstellung so eines Buches durchaus von beiden Seiten hätte beleuchtet werden können. Ja, man hätte sagen können, ich mache ein großes Kapitel, wo ich digitale Technologien und die revolutionären Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft darstelle und auf der anderen Seite ein zweites Kapitel, in dem ich dann halt eben auf diese genau benannten, von mir benannten Risiken eingehe. Das finde ich sehr schade und es folgt dann wieder, dass hier offenbar ein betriebswirtschaftliches, ökonomisches Hirn am Werk war, das sagt, ich muss mir jetzt mit diesem Buch meine Nachfragemärkte der Zukunft für meine Produkte und Technologien vorbereiten, damit ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren hier auch mehr Absatz finde. Also, das Buch ist grafisch und optisch vom Umschlag her, von Bildmaterial, von der Prägnanz der doch oberflächlichen Texte. Wunderbar gemacht, es ist leicht verdaulich. Es ist für jemanden, der zu Hause vielleicht schon so ein bisschen mit Smart Home herumwerkelt und seine LED-Lichter über sein Smartphone an- und ausschaltet und vielleicht auch farblich regelt, sicherlich so ein Augenöffner, wow, da kommt noch mehr, wunderbar, ich kann mich noch mehr technisieren zu Hause. Also für all die Jungs und Mädels mag dieses Buch sicherlich ein wenig Balsam sein und eine Bestätigung für die eigene technische Liebhaberei. Aber für alle anderen, insbesondere auch Unternehmer, im Besonderen no go, geht gar nichts, nichts drin, nichts, was du als Unternehmer mit diesen Inhalten anfangen kannst, außer das, was du schon mittlerweile in der Bild-Zeitung liest, dass neue Technologien uns die Arbeitsplätze rauben werden. Das steht so jetzt in diesem Buch natürlich nicht drin, muss man fairer halber auch sagen. Aber all diese Themen, die du hier siehst, die hier behandelt werden, sind in den letzten 2 Jahren also mindestens einmal irgendwo auch in der Bild-Zeitung erschienen. Das heißt also Mainstream-Themen. Wenn du tatsächlich in die Tiefe der jeweiligen Themen gehen möchtest, gibt es Alternativen. Ich empfehle unter anderem die Publikation auch der Fraunhofer-Institute und auch der wissenschaftlichen Institute wie das KIT in Karlsruhe zum Beispiel. Hier wird fundiert an solchen Technologien gearbeitet und auch gerade in Karlsruhe beschäftigt man sich mit der Mensch-Maschine-Kommunikation und der ja auch maschinellen Ethik, die ja nun auch notwendig ist, um mit diesen Technologien unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft zu gestalten. Was mir in diesem Buch abschließend absolut fehlt, ist das Thema Bildung. Er geht am Rande darauf ein, dass Technologien natürlich auch das Lernen verändern werden. Hört, hört. Die IT-Industrie arbeitet mit Hochdruck daran, dass die neuen Technologien und die neuen digitalen Medien in die Bildungswesen hineinkatapultiert werden.
Es fehlt mir hier auch bei diesem Thema natürlich auch ein kritisches Wort zur technisierten Bildung und das, was denn letztendlich auch die Gesellschaft damit machen soll, beziehungsweise sich auch dagegen wehren soll oder zielführend denn in ihr Leben dann auch einbringen kann. Ja, summa summarum, lieber Frank, du bist sicherlich ein sehr cooler Typ und ich habe einige Interviews von dir gesehen und ja, ich möchte dein Buch aber dennoch nicht empfehlen. Und deswegen, aber macht euch eure eigene Meinung dazu, besorgt es euch, geht in die Buchhandlung, nehmt es in die Hand, blättert es durch. Und wenn du sagst, okay, Mensch, ich brauche jetzt hier für meine Technophilität auch nochmal eine Bestätigung, dann bitte gerne tu dem Frank etwas Gutes und kauf ihm dieses Buch ab. Aber ansonsten, wenn du mehr Inhaltliches, Fundiertes sehen möchtest, dann gibt es durchaus Alternativen und darauf möchte ich dich aufmerksam machen. Also, lieber Frank, ich wünsche dir alles Gute, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer. Ich wünsche einen wunderbaren Sonntag heute noch und eine wunderbare nächste Woche. Bleib munter und erfolgreich. Ciao, dein Gerald.